In dieser Folge von The Last of Us Part 2. Aber der Treffer war gut. Na, wo seid ihr denn? Put, put, put. Sitz hier. Damit herzlich willkommen zurück zu Christina Super Duper Shop. Hallo! Hallo! Heute bekommen Sie bei uns verbrannte Menschen, Krieg und noch mehr! Alter! Manchmal bist du echt kaum makaber, ne? Gucken Sie sich diesen atemberaubenden verbrannten Arm an. Er passt zu praktisch jeder Situation. Und ich möchte mich eindeutig davon distanzieren an dieser Stelle. Kaufen Sie jetzt auch für einen Abend die Verweigerungs-Christina. Ja, sie verweigert sich zu jedem Thema. Wohin wollen wir? Zu den Steinbrücken. Okay, bleib hinter mir. Ja, wir können die ja erstmal sich da gegenseitig abknallen lassen, ne? Kann ich da raufklettern? Teste doch mal. Hm, ja, aber nicht raufspringen. Warum wohl nicht? Will das Spiel, dass ich da durchlaufe? Yeah. Seht ihr nicht so gut? Ne, sieht man gar nicht. Sind jetzt Kämpfe gegen Scars und gegen Wolves? Ja, wir haben die breite Auswahl. Man erkennt sie auch gerne am Pfeifen. Okay. Die Power der Axt. Da hinten sind noch mehr. Aber Wolf und Scars, was anderes können sie auch gar nicht erwarten im Christina Super Duper Shop. Oder war was? Hast du? Mhm. Das war ein Pfeil. Gar nicht gesehen, dass sie ihn eingesteckt hat. Es ist ein buntes Sammelsurium aus tötungswilligen Menschen. Ups. Schnappen wir diese Arschlöcker! Oh. Verschwindet von hier! Wieso bleib ich denn?
Fuck, ey. Dann blieb ich da auch noch an diesem scheiß Busch hängen. Oh, der will sie von innen anschleichen. Der hat nichts für uns. Da lag noch was. Ups. Da flog die Waffe durch die Gegend. Aber der Treffer war gut. Na, wo seid ihr denn? Put, put, put. Der humpelt schon. Ich wollte gerade sagen, also. Scheiß hier drüben! Er humpelt sich zu uns. Da bist du ja. Nicht nachlässig werden. Das war aber hier mal so ein Fastfood-Restaurant, ne? Hm. Ja. Auch ein heruntergekommenes Fastfood-Restaurant finden Sie in Christina Super Duper Server. Soll jetzt die Munition aufzulabern. Ich könnte bestimmt bei QVC oder sowas arbeiten, irgendwie so ein Verkaufssender. Ja. Ganzen Tag Mist labern. Man könnte auch sagen, Leuten was andrehen können. Das kannst du jetzt auch schon gut, ne? Vielleicht solltest du deine eigene Sendung. Na, wir müssen nachher erstmal gucken, was die Leute bei Christinas Super Duper Shop geordert haben, ne? Naja. Da liegt. Achso, dass du hast die Axt da gelassen, okay. Wir haben endlich wieder ein Pony! Oder ein Pferd. Wir haben auch noch ein Pfeilo. Okay. Pfeilo ist voll. Oh. Oh. Les, steig auf! Yay! Mehr oder weniger. Festhalten! Hör! Endlich haben wir wieder ein Pony. Shit. Einfach die Richtung vor. Nach vorne. Ab geht's. Bereit machen. Shit. Oh Gott. Musst du auf dem Pferd reiten. Und schießen. Der brennt, den brauchst du nicht mehr erschießen. Wow, oh, ey. Übel, ey. Gott. Hopp, hopp, Pferdchen, lauf, galopp. Alter, das ist voll übel, ey.
Alter, was ist hier los zur Hölle? Teil des Weges uns gespart. Dort. Ja. Die Docks. Okay, wir müssen hier raus. Ja, man kann sagen, dass wir zumindest nah dran sind, ne? Hier lang. Ja. Komm. Alter, war das übel. Da müssen wir so vorbei, die können wir nicht alle umbringen. Bitte? Da müssen wir so vorbei, die können wir nicht alle umbringen. Das sind echt viele, ne? Ja. Das kann nicht gewollt sein. Frage ist, wo lang? Da oben nicht. Wahrscheinlich hier zur Seite runter. Und wahrscheinlich nur ein paar umbringen, so, ja. Und blinkt. Ich sehe Evi! Na los! Ja, alles klar! Ja. Ja, wahrscheinlich so, ne? So von Haus zu Haus irgendwie. Das Einzige praktisch ist, dass sie sich gegenseitig noch ein bisschen umbringen. Oh, shit, ey, ich habe außerdem auf ihn eingeschlagen. Da liegt auch noch ein bisschen. Okay. Lag bei den beiden auch noch was? Bei den beiden, die du umgebracht hast? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal extra zurücklaufen soll. Hier. Voll. Also Hügel, hat er gesagt. Also ja, da müssen wir hoch. Sehr gut. Sehr gut, hat er geknallt. Heilen. Da ist der, der dich die ganze Zeit anschießt, glaube ich. Den kriegst du vielleicht mit dem Pfeil. Oder so. Ich glaube nicht. So, jetzt mach dir mal den Garaus da, der nervt. Dass er so viel redet.
hat ihn nicht getroffen. Die Bombe. Nee. Fuck. Shit. Nein. Scheiße, scheiße. Sie hat zuerst getroffen. Ich hab geschossen. In dem Moment hätte ich mich ja auch nicht heilen können. Nee. Sie wird uns retten! Lily ist hier! Oh. Ja, dass man ganz dahin wieder zurückkommt. Ja, nimm mal genau, nimm mal da. Vielleicht treffen wir sie beide. Oh. Ach, da sind jetzt zwei. Ja. Okay, komm, durchlaufen. So. Oh, shit, ey. Warum läuft die denn nicht weg? Besser ist das. Warum steht er? Aber dahinter steht noch einer. So, gleichzeitig. Ja, sehr gut. Schnell den Hügel hoch. Unsere Leute sind auch hier, scheiße. Ja, ja, klar. Wir hatten noch Munition. So, schnell weg. Oh, übel, ey. Die Häuser halten nicht mehr lange. Nein. Brennt auch alles. Nützt ja nichts. Shit, wo geht's raus? Da, wo, genau. Ah. Fuck. Alles okay? Komm schon! Oha, ein Dr. Fleischwolf. Der hat Wut drauf, ey.
Okay, jetzt will er uns schon greifen. Scheiße. Komm her, du. Weich aus. Oh, übel, ey. Oh, was? Sein halbes Gesicht ist zerfetzt gefühlt. Uiuiuiuiuiui. Alter, das ist mal ein Kampf, ey. Wann hat er denn genug, ey? So, jetzt hau ich ihm die Rübe ab. Boah, übel! Guck dir sein Gesicht an! Aber unser Rucksack ist weg. Ja. Das heißt, wir sind dem Aquarium ziemlich nah, denn da kamen sie ja auch ohne alles an. Wozu haben wir das alles gesammelt, wenn jetzt der Rucksack weg ist? Alter. Mir fällt doch nichts ein, außer Alter. Ja. Oh mein Gott. Mit dem schwarzen Herr hatte Abby auch endlich mal jemanden gefunden, der einen höheren Bizeps hatte als sie, ne? Das Aufeinandertreffen naht.
mehr aus den Reben. Ja. Und hier sind wir wieder beim Aquarium. Das heißt, wir werden jetzt auf Ellie treffen. Wahrscheinlich. Und man muss nochmal dazu erwähnen, was für eine actiongeladene Folge das einfach war. Absolut. Wir haben nicht viel gesprochen, wirklich. Nee. Wir uns war die Spucke weggeblieben. Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Bei The Confrontation. Absolut. Mein Gott. Tschüss. If you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't, if you haven't, if you haven't.